Wenn wir über Sklaverei sprechen, was kommt Hm. den Menschen hier in unserem Umfeld hierzulande in den Sinn? Rassismus, Entführung, Zwangsarbeit, transatlantischer Sklavenhandel, wo 13 Millionen Menschen, Männer, Frauen, Kinder, entführt worden sind. Keine Rechte, Zwangsarbeit am Feld, Krümel haben sie gegessen. Diese Art von Versklavung, okay, von Menschen auf diese teuflische Art und Weise ist dem Islam immer fremd gewesen. Deswegen, wenn wir über Sklaverei sprechen, sollten wir immer den arabischen Begriff Riq verwenden. Riq wird zwar in Koranübersetzung mit Sklaverei übersetzt, weil das einfach das Näheste ist, zu dem man irgendwie im Deutschen kommen könnte. Eine adäquate Übersetzung ist in Wirklichkeit eine Inobhutnahme. Von wem? Von Leuten, die in Kriegen geflüchtet sind, beziehungsweise Kriegsgefangene. Der Prophet Mohammed sagte: O Abu Dharr, du hast ihn durch seine Mutter beleidigt. Das heißt, Abu Dharr hat seinen Diener, seinen Sklaven, den er in Obhut genommen hat, beleidigt. Dann tadelt der Prophet Mohammed ihn und sagt: Du bist ein Mann mit Ignoranz in dir. Sie sind deine Brüder und deine Gehilfen. Allah hat sie in deine Hände gegeben. Was bedeutet das? Er hat sie in deine Obhut gegeben. Wer auch immer jemanden in seiner Obhut hat, soll ihn mit derselben Nahrung versorgen, die er isst, ihn mit derselben Kleidung bekleiden, die er trägt, und gebt ihnen keine Aufgabe, die sie nicht bewältigen können. Wenn ihr es aber tut, dann helft ihnen. Überliefert in Bukhari, also auch im Muslim.